Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Monument Island. Heute haben wir sehr, sehr viel vor. Unter anderem werden wir endlich diesen großen Nether Dungeon looten. Im Kleinen waren wir schon, aber heute ist endlich mal der große an der Reihe. Und, hört ihr das auch? Was zur Hölle? Oh nein, das kann ja was werden. Okay, dann lass uns in den Nether gehen. Oh, ich hab ein halbes Herz, ich hab ein halbes Herz. Komm da raus, komm da raus. Oh Gott. Hilf. Wir haben zwei Top 3, Digga. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist da los? Hi. Gautherium, was machst du hier? Ich hab dein Monument Island Projekt gesehen und dachte mir so, yo, ich nehme mal das Flugzeug und flieg vom Fancraft so einfach mal hierher. Aber ich habe jetzt mein ganzes Zeug verloren, weil es in 1.15 noch kein Aerorite gibt. Oh nein! Hier willst du ein Ei? Oh nee, weg! Nein, das ist wertvoll! Nein, das kann ich nicht geben. Och, Manu. Also, dann willkommen in meiner bescheidenen Insel hier. Hi. Hi. Ich finde das sehr nice, dass die Blöcke hier enchanted sind. Ja, ne, echt? Guck mal, wie nice das aussieht. Das sieht fancy aus. Ja, hab ich mir auch gedacht. Redstone, Eisen, wo ist der Goldblock denn? Warum hast du noch keinen Goldblock? Ich bin enttäuscht. Ich bin arm. Du hast einen Goldhelm. Oh, stimmt, ich kann ja einschmelzen. Wir können ja mal gleich nachgucken, ob ich vielleicht Gold habe, aber erstmal komm mit über meine wundervolle Brücke hier zu meinem oh nein, Haus. Stimmt. Die hab ich mir auch gebaut. Ja. Nee, das habe ich gar nicht geblickt. Nee, ich. In meinem Kopf war es so, ja, die Brücke ist von der Map. Nein. Jo. I like it. Und hier ist mein schönes Häuschen. Hier auch mit meinem kleinen Angelteich und allem. Nice. Wenn du mal hier rüber kommst, habe ich jetzt auch ganz frisch und neu meine Mine errichtet. Oh, lol. Ja. Lol, das sieht nice aus. Da unten ist alles. Alter, okay, du beschwert mich abend, denn ich akzeptiere es jetzt. Ich hab ein Goldnugget, hallo? Ein Goldnugget, ja. Ey, wenn ich so weitermache, dann habe ich immer den Goldblock, ja? Das ist schon ein 81. von dem Goldblock. Glückwunsch, denn. Noch 80 mehr. Nice. Falls du Essen brauchst, denn unsere Nahrungsquelle sind Sweetberries. Oh nein. Ja, hast du ein Stack? Warum bin ich nochmal auf diesen Server gekommen? Ganz einfach, du wirst mir heute helfen, das große Nether Dungeon zu erledigen. Oh nein, ich gehe zum Zombie. Kommen Sie mit in mein trautes Heim. Warten Sie den Hasen nicht. Das ist der Türsteher. Sie dürfen rein. Okay, cooler Türsteher. I like it. Ja. Sonstiges, das hört sich doch. Oh. Beste Ordnung, denn. Erde, oh ja. Das, Erde, das ja. Das nehme ich mal alles, halt, stopp. Das ist wahrscheinlich wertvoll. Nein, Erde ist wertvoll. Du kannst dir gerne alles aus der Werkzeugrüstungskiste nehmen. Du kannst dir auch gerne Holz- und Steintools machen, nur keine Erze verschwenden. Dankeschön. Ich habe übrigens, guck, wenn du dir nochmal hier das hier anguckst. Also, ich schau mir den Türsteher an, ja. Der arme Türsteher. Jetzt richten Sie bitte Ihre Aufmerksamkeit nochmal hier drauf. Ich habe extra, wie gesagt, Ärzte sind hier sehr begrenzt. Ich habe extra für diese paar Blätter zwei Eisen geopfert, um eine Schere zu machen. Guck mal hier oben links in die Ecke. Da oben ist noch nichts. Das ist sehr, sehr schön leer, I like it, ja. Ich bin noch nicht fertig mit Bauen, okay? Das nee, sieht nee, nice nee. Aus. I like it then. Hier unten habe ich meine. Gute Arbeit. Ich meine kleine Pilzkuh und Schweinefarm. Schweine muss. Oh, da ist Schweine. In der Ecke. Oh, zwei Schweine. Heftig. Wie, ja, ich habe halt noch kein Weizen- oder Karottenfeld, um die zu vermehren. Stylisch, Quartiere. Ich hatte, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Schild in Minecraft. Ich auch nicht. Ich habe das auch nur durch den Dungeon bekommen. Aber ich weiß ungefähr, wie man damit umgehen muss. Wie, komm mit hoch. Nicht auf ungefähr. Komm mit hoch. Quartiere, das hier ist jetzt dein Zimmer. Hier. Du kannst jetzt hier oben schlafen. Oh, ja. Ich schlaf hier unten, ich schlaf im Lager.
Also folgendes, ich war schon im Nether, da gab es einen kleinen Dungeon und einen großen Dungeon. Den kleinen Dungeon habe ich schon fertig gelootet, aber für einen großen, da bräuchte ich vielleicht mal deine Hilfe. Ich weiß nicht, wie schwer der wird. Hast du einen Enchanter oder so irgendwas? Siehst du aus, als hätte ich einen Enchanter. Nee, nicht wirklich. Ich hatte Hoffnung, aber nicht so wirklich. Okay, fühlst du dich bereit, Kriterium? Nee, nicht so wirklich, aber ja. Okay. Dann. Oh lol, die Superhow gibt mir sogar mehr Herzen dazu. Ja, ich habe auch 4 mehr Herzen. Nice. Durch meine Chestplate. Okay, dann lass uns in den Nether gehen. Puh. Let's go. Schöne Pilzkuh hier. Warte. Schöne Tiere. Grad noch den... Wo ist die Pilzkuh hin? Wie viele Tiere sind hier? Die war einfach vom einen Frame aufs andere weg. Wo ist die Pilzkuh hin? Vielleicht ist auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ja. Denn ich habe ein Ei. Yes, das ist schon mal der beste Loot. Oh, warte. Grab's mal kurz hier. Ich hol noch mal kurz eine Schalker-Kiste ran. Ich habe nämlich eine. Die Pilzkuh ist jetzt auf der anderen Seite, ja. Diese Brücke hier ist gefährlich. Ja. Vor allem auf der Seite haben wir den Small Dungeon. Der haben wir schon schön gelootet. Hier haben wir den Big Dungeon. Und ich weiß nicht... Ich glaube, das ist Big. Fühlst du dich bereit? Nicht wirklich. Ich meine, ich habe eine Gold-Chestplate und einen Lederhelm. Und eine Hau. Und eine Super-Hau aber. Oh. Mit Knockback 10. Folgendes, du bist Fischfutter, du darfst vorgehen. Ist das dein Ernst? Ja. Ich sehe hier 2 Kohleblöcke. Die lassen wir erstmal da, weil ich will nicht in die Lava fallen. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Ein bisschen, ja. Der Weg splittet sich. Links oder rechts? Was meinst du? Wir gehen hier lang, okay. Und der Weg splittet sich. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott, das ist eine Spinne. Oh, was? Was war das denn? Deshalb habe ich die Superhow genommen. Ah, Dungeon Spawner. Wo? Deswegen habe ich die Superhow genommen. Gott. Knockback. Eine Hose. Warte, hier ist eine Hose. Hier. Ein Spinnenkopf. Yes. Endlich habe ich eine Hose an. Dungeon Spawner, by the way. Ich seh's. Wir gehen mal hier runter. Oh mein Gott, was ist das hier? Was ist das hier? Das sieht gefährlich aus. Hier unten sind Türen. Hier ist ah! Hilfe! Was schleuderst du jetzt zu mir? Deswegen habe ich die Superhau genommen, dass ich die Viecher von mir wegschleudern kann. Da ist ein Creeperhead hinten dran. Ich hab 3 Herzen. Hab sie. Hilfe. Er ist ein bisschen Sweet Babys, dann geht's. Oh, warte! Ich habe einen Eimer gefunden! Ja! Kurz hier hinter dieser Tür habe ich böse Monster gesehen. Ich möchte den Creeperhead echt nicht mitnehmen. Okay, ich nehme den Creeperhead mit. Hast mich überzeugt. Yay. Den Grindstone nicht. Ich würde sowieso noch ein bisschen warten mit den bösen Monstern, weil ich habe ein halbes Herz. Du hast doch ein Schild, dann geht das doch. Nein! Okay, warte, Tür zu. Ich bin Dein auch ganz. Dein Helm ist kaputt. Passt. Oh, ich habe ein halbes Herz. Okay. Oh mein Gott, Hilfe! Oh. Lenk ihn ab. Du brauchst einfach eine Superhau. Du musst die wegschlagen. Ja, du hast meine Superhau. Weißt du, ist eine Kiste. Oh, guck mal, was wir hier haben. Schön, Oh. Oh Gott. Was passiert hier? Okay. Blazes. Oh nein, ich mag keine Blazes. Ich auch nicht. Haben wir Fackeln dabei? Denn ich habe einen Helm für dich. Nice. Okay, nice. Gern geschehen. Mein neuer Helm. Komm mal mit. Ich bin endlich wieder full life. Yeah. Nice. Hier hinten waren noch Kohleblöcke, ne? Ja. Wir holen jetzt die Kohleblöcke. Du hast doch Holz mitgenommen, hast du gesagt, ne? Ja. Damit machen wir uns kurz Fackeln, damit wir die Spawner außer Schach setzen können, damit ich vielleicht mal später, wenn du einen Blaze gesehen hast, vielleicht einen Blaze-Spawner, dann könnte ich da vielleicht später mal eine Farm draus bauen. Oh Gott. Das sieht böse. Wir haben Blazes. Sieht sehr böse hier aus. Hier sind noch mehr Wither-Köpfe. Hier ist eine. Okay, da oben ist ein Spawner. Wie sollen wir da drankommen? Hilfe! Ich muss kurz nach hinten fliehen. Okay. Boah, bei mir geht's noch. Ich habe einen Blaze gekillt. Yeah. Wow. Oh Gott, sind hier viele. Hier ja. Ist irgendwo noch ein Spawner, der. Ja! Komm da raus! Oh Gott! Hilfe! Ja, genau deswegen habe ich dich rangeholt, weil alleine würde ich die nicht schaffen. Und da kommt einer. Ja. Oh, vorsichtig. Ich habe die super hoch. Rück vor! Oh Gott, ich hab 4 Herzen. Oh mein Gott. Nach hinten. Was ich aber machen würde. Ich würde mehr Sweetberries holen, weil ich hab noch einen halben Stack. Dann lass uns mal kurz zurück in die Overworld. Ich hab das Gefühl, wir werden mehr brauchen. Ja, wir gehen jetzt kurz zurück in die Overworld, dann könnt ihr auch gut die spawnen. Hier ist noch ein Türsteher, Dan. An der anderen Tür. An der anderen Tür?
Hier ist ein Wieso? Wieso gehen die Hasen immer da rein? Das ist eine gute Frage. Ich schau mich jetzt erstmal ein bisschen um. Ach stimmt, hier oben war es ja noch gar nicht. In der Tat. Ja, hier oben will ich einen kleinen Garten anlegen. Oh, nice. Los, ins Wasser. Ach Mann! So geht das. Hui. So verschwendest du nur noch mehr Sweetberries. Okay, ich verstehe langsam, dass die Farm ineffektiv ist. Wir bleiben jetzt so lange hier, bis ich 2 Stacks hab. Weil ich gehe mehr drauf als du. Ich brauch, glaube ich, mehr. Und, kurzer Zwischenstand, gefällt dir meine Insel bisher? Bisher, ja. Ja, ja. Das Haus ist echt nice. Wie gesagt, ich bin noch nicht fertig. Schön in die Landschaft integriert, so wie ich es von dir kenne. Das finde ich gut. Ja, also, falls du dich erinnerst, guck mal hier. Hier, wo meine Veranda ist, das war meine ehemaliges ganzes Haus. Naja, okay. Alle Sweetberries, die ich ab jetzt versehentlich platziere, bleiben da. Okay. Die sind schon mal effektiver als das hier. Vielleicht. Wir können den Türsteher töten. Nein. Oh nein, er hat's gesehen. Ich hab's. Nein. Oh nein. Hier ist noch in einer Kiste draußen Asparagus Potato Soup. For Big Hunger. Ach die. Ja, also, die kannst du gerne mitnehmen. Hier, die Spargel-Kartoffelsuppe. Was macht die denn? Die füllt dich einfach nur mit Hunger. Also folgender Stand, mein Essensstand, wir haben 3 Türsteher. Dann haben wir noch 3 gebratene Türsteher. Drei gebratene Türsteher, dann noch 2 Brote, 4 Pumpkin Pies und einen Kuchen. Ich gebe dir mal hier so ein bisschen ab. Ich hasse diese Farm, ey. Ich hasse sie. Sie ist schön, ne? Weißt du, was ich jetzt mache denn? Ja. Nein! Nein! Ich mach dir eine effektive Farm. Oh, ich werde diese so schnell wieder abreißen. Ist mir scheißegal. Hast du Hunger auf Fisch? Meine letzten Worte in der letzten Folge waren, dass ich die süß fand. Guck mal, wie toll unser Teich wurde geupgradet. Wir haben jetzt einfach Fischer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit den schönen Fischen. Oh, wie süß. Ah. Wir sind da so. Well, jetzt findest du lecker. Jetzt brate ich sie mal kurz durch, ne? Dann gehen wir wieder zurück in den Nether Dungeon. Yay. Okay, oh, das ist ein Meerspawner. Okay. Da oben ist noch. Warte. Längst ab. Ich muss kurz essen. Ich hab ihn disabled. Oh mein Gott. Wie viel. Hä, sind das 2 Spawner oder? Ne, da sind noch mehr. Da hinten in der Luft sind noch welche. Oh Gott. Okay, raus da. Dann vielleicht erstmal auf die andere Seite gehen und dann nachher nochmal wiederkommen. Ja, let's go. Okay, let's go. Hier ist ein Fuchs! Oh mein Gott! Oh lol. Lol. Nice. Hier sind auch Melonen. Kann ich Melonen anpflanzen? Nice. Hier ist ein Bienen? Oh mein Gott, wie groß ist das hier? Wie groß? Oh mein Gott. Well, das ist schon hier sind Fuchs. Oh mein Gott, hier geht's nach unten. Oh mein Gott. Sollen wir einfach mal erstmal geradeaus gehen? Wir gehen erstmal geradeaus. Jo. Was ist das da? Okay, wir gucken erstmal in die Kiste. Oh mein Gott. Oh, das ist eine gute Kiste. Ein Hühnchen-Spawn-Eck, ja. Die Hühnchen-Farm wird sowas von... Oh, ich habe auch jetzt endlich Kaktus-Farm bauen. Oh lol. Sollen wir uns mal hier weiterbauen? Gerne. Oh, boah! Wie wieder an. Easy weg. Ja, okay, ja, Hilfe. Okay. Das Nice ist, die Wechsel kann ich mit der. Oh. Cool. Superho einfach durch die Wand wegschlagen. Oh Gott, sind hier viele. Oh Gott. Ich bin gleich tot, nein! Fame! Ich verfolge die Wechsel, nein! Kotherum! Oh mein Gott! Ich hab irgendwas in Lava verbrennen hören, glaube ich. Schnell! Kommen Sie raus! Nein! Oh Gott, ich verstehe jetzt, warum du meine Hilfe für den großen Dungeon wolltest. Ich verstehe es jetzt sehr gut. Ich habe mir schon mal sowas vorgestellt, dass er ein bisschen schwerer sein könnte. Aber oh, ich habe mich richtig erschrocken. Das ist eine Biene, oh mein Gott, lol. Wo ist meine Super-Ho denn? Deine Super.
Nein, sag nicht, dass die Superpower verbrannt ist. Nein, die Superpower ist verbrannt. Du gehst vor, bauschst das Zeug ab und ich renn dann rein. Fackeln in Placen. Ich weiß nicht, wo die Spawner sind. Oh mein Gott, hier sind Pillager. Ja, ich hab Fackeln. Ich jetzt runter, ich hab ne Kiste gefunden. Was, hier sind noch mehr Spawner, ich muss alle machen. Okay, oh mein Gott, hier sind zu viele. Oh Gott, hier bei mir unten sind auch Spawner. Warte. Du hast die ganzen Fackeln, ich hab keine einzige Fackel. Ja, ich musste zurückfliehen, ich musste wieder rausgehen. Oh Gott. Ich hab ne Kiste gefunden, aber ich konnte nicht looten. Oh mein Gott, holy. Hi, geh da raus. Oh Gott. Ich komm glaub nicht raus, so einfach. Oh Gott. Oh mein Gott, was zur Hölle? Hier ist ein Revenger, oh mein Gott. Ja, geh da raus. Rückzug. Ja, ich bin tot. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh. Junge. Ich komm wieder. Oh, ich hab hier. Oh, hier ist ein kleiner Safe-Raum. Ich hab eine Kiste gefunden, aber ich hatte nicht genug Zeit, die zu looten. Okay, ich hab hier einen kleinen Safe-Raum gefunden. Was ist. Hilf, komm hier hin. Okay. Hier, renn durch, hier. Renn weiter. Hier hin, komm. Ich renne. Hier hin. Das ist mies, dass ich super hoch verbrannt ist. Das ist richtig mies. Oh Gott. guck hier in die Kiste. Wir haben Essen. Yes, let's go. Ess noch kurz vorher. Ich hab Dias Ohr gefunden. Hier. Oh mein Gott. Oh lol. Und Obsidian, nice. So. Damit wir uns nicht verirren, hier waren wir schon, den mache ich auch mal zu. Mhm. Wir gehen mal auf die andere Seite. Ja. Jo, let's go. Das sieht böse aus. Oh Gott. Oh Gott. Sieht sehr böse aus, Quartiere. Ja. Yep. Was ist das hier? Sterben. Och, hier sind Phantom-Spawner, was? Oh Gott, hier ist Wilmer's genannt. Oh Gott, da ist ein Gast-Spawner, Dan. Ich seh's. Okay. Okay, Hilfe. Oh Gott, ich sehe die Phantome. Holy. Okay, ich hab den Gasspot, okay. Oh mein Gott, ich nehme schnell. Oh Gott. Ich nehme schnell den Loot und ich muss hier weg. Okay. Oh Gott, ich muss runter. Ich hab mich eingebaut, Oh Gott, ich hab mich eingebaut. Neben Wither Skeletten-Spawner, nice. Ist noch eine Kiste, was ist da drin? Oh mein Gott, Hilfe! Mein ganzer Loot ist weg. Oh nö. Oh Gott, ich sehe die Lava. Bin gleich wieder da. Oh, ich hab ein Totem of Undying und ein Diamant. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und ein Lapis-Erz und. Oh mein Gott, ich hab aber keinen Inventarplatz, wo ich das alles hintun kann. Ich komm gleich wieder, ich bin gleich da und bin fast tot wieder. Okay. Quartierum. Ich hab ein Herz und stehe hier. Wo? Hier oben im selben Raum. Oben? Was für oben? Oh Gott, hier sind Phantome. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, hier ist gerade ein Skelett reingelaufen. Oh mein Gott. Ich hab 2,5 Herzen. Ich hab 1. Oh. Ich bin so dead, Alter. Warum können hier noch Silberfische spawnen? Ah. Hier ist ein Goldapfel drin, aber den will ich halt nicht essen. Oh. Hier ist der Raum, wo ich war. Hier sind 2 Kisten. Ah, okay. Hier ist ein Totem of Undying drin. Sind Spawner, das warte, hab ich schon. Also Blöcke, hast du Blöcke? Gib mal einen Block. Nein, keinen einzigen. Ich hab keinen einzigen. Ich wollte den Dirt ab. Warte. Ich hab's bei Bells. Warte. Ich hab den Dirt. Ja. Ah. Ich mach's dir zu. Okay, wir sind safe. Okay. Das ist kurz unser Safe-Raum hier drin. Okay, warte kurz. Okay. Was haben wir hier? Hier hast du schon gelootet, oder? Ich hab weder Schwert noch Rüstung. Ich habe ein bisschen von deinen Sachen aufsammeln können. Warte, hier ist was. Okay. Ich habe nur ein einziges Steinschwert. Ja, das ist. Achso, oh. Totem of Undying? Okay. Wie gesagt. Lapis-Ohr? Okay. Schon im Lava. Okay, ein Phantom hat mich in Lava geschubst. Cool. Ich glaube, das Beste, was wir in dieser Folge wirklich mit heimnehmen werden, ist ein Ei, denn. Nee, ich habe hier eine Kiste aufgestellt, habe ich ein paar gute Sachen gesaved. I know, ich weiß. Oh mein Gott! Ich hab's gesehen! Ist das schon mies, wenn man in einem Dungeon an Sweetberries verreckt? Ich hab dein Zeug.
Der Dungeon hier ist riesig. Ja. Vor allem, ich dachte, der wäre gar nicht so riesig. Das Small Dungeon, das war wirklich so, ja, ich war in 5 Minuten wieder draußen. Und hier, ja, 2 Stunden, 3 Stunden Aufnahme erst bis jetzt schon. Echt also, so? Hast du mein Stuff aufgesammelt? Nee, alles, was ich habe, ist in dieser Kiste. Ich hätte nicht erwartet, dass ich es schaffe, aus der Lava rauszuschwimmen. Hm? Ich bin auch tot. Oh. Mending! Nice. Mending! Oh, ich hab Mending-Buch! Hilfe! Oh, Junge! Ich hab kurz erschrocken, meine Güte! Oh. Oh mein Gott, wo kommt der? Oh mein Gott, Hilfe! Verzeihung. Was ist da unten? Monster, die mich gerade töten? Cool, finde ich gut. Oh lol, wo kommt das Römer-Skeleton her? Ja, hab ich auch gedacht. Yay, mein Stuff. Oh Gott, wächst es. Ich reine. Ah. Oh Gott, er ist hier. Oh nein. Oh Gott. Nein. Oh nein, die wächst es. Ja. Der hat mich auch. Oh. Im selben Moment einfach. Mann. Ach komm. Warte, ich würde sagen, wir graben uns den Loot aus den Kisten, den wir jetzt haben, und bringen den irgendwie nach Hause. Oh, hier warst du schon überall. Hier ist mega viel Essen, oh mein Gott. Nehmen wir alles mit. Nein. Oh nein! Das Essen! Auch wenn wir sehr viel Verlust gemacht haben, haben wir trotzdem schon mal ein bisschen gutes Zeug gesaved, wenigstens. Das stimmt. Das ist gut. Ja, das ist recht. Unter anderem auch mehrere Dias und Eisen, also das finde ich super gut. Jo. Hier ist eine Ender-Chest, denn. Hier ist eine Ender-Chest. Bitte was? Aber ich hab nix, womit. Hier ist eine Dia-Hose, oh mein Gott. Hier nimm alles mit. Nimm erstmal alles mit, was du kannst. Und dann geh zurück zu den Kisten. Hier ist so gutes Zeug drin. Nimm alles mit, was du finden kannst, und komm zurück zu den Kisten. Und eine Kiste komplett voll mit Essen. Oh Gott, hier ist ein Wächs. Ich renne. Oh lol, hier ist sogar ein Ravenger-Spawner. Holy. Den kannst du aber gerne abbauen, ich glaube, den brauche ich nicht. Hier ist noch eine Full-Leder-Rüstung, die gönne ich mir einfach mal. Oh nein! Nein, ich bin so dumm! Nein! Was? Ich habe die Hose angezogen und sie hat Curse of Binding. Hier, Dan. Hier ist ein Level 30 Enchanter. Bitte was?! Merkt ihr die Stelle? Und, ich glaube, ich mache mir gleich, wenn ich wieder zu Hause bin, eine Dia-Spitzhacke und dann komme ich und baue ihn ab. Ich guck, dass ich den Ravenger Spawner irgendwie abgebaut bekomme. Ich glaube, allein wegen dem Full Enchanter war es wert, dass wir das ganze Zeug verloren haben. Alles. Ja, nur wegen dem Enchanter, ja. Okay, ich mache mir dann jetzt mal eine Dia-Spitzhacke. Tu das. Ich zeig dir jetzt den Weg. Also, hier hinten in dem Barrel voll mit Essen war das, da ist auch noch ein bisschen was drin. Kann ich mal ein bisschen mitnehmen. Ja. Oh, also, dieses Milcheimer drin, Eimer, natürlich nehme ich ihn mit. Ich hab kein Schwert. Warte, nicht. Ja. Karotten! Yes! Und es ist unserer. Oh ja. Nice. Können wir die Bücher auch eben abholen? Kannst du mir helfen? Oh, ich hab Slowness. Woher hab ich Slowness? Warte. Oh, nee. Oh. In meinem Inventar waren noch ein paar Kisten, falls du welche brauchst. Ja, ich bin an derselben Stelle gestorben. Musst du eigentlich bei dem Monument die Blöcke abgeben, oder ist das nur so, yo, du hast den Block? Nee, ich muss sie abgeben schon. Okay. Aber ich würde den Enchanter vielleicht benutzen, einfach. Nein, würde ich nicht, weil, Spoiler, was soll ich enchanten? Ich habe keine Erze, ja, Rüstung zu machen. Deine Steinschwerter und deine Steinrüstung. Ich glaube, wenn wir den Enchanter abkriegen, kriegen wir was Besseres, als wenn ich meine Steinsachen. Ach, da kriegt man was. Ja, man kriegt okay, da ja, was, gut, ja. Dann gut, okay. Man kriegt eine kleine Belohnung immer dann dafür, ja. Oh boy. Kriterium. Es war ein guter Loot, darauf ein Kuchen. Bedienlich. Oh ja, ich hab Hunger. Da ist weg. Ich hab immer noch nicht vollen Hunger. Ich auch nicht. Yeah! Warte, haben wir noch einen Kuchen? Wir haben noch einen Kuchen, warte hier! Ess! Yes! Ja. Jetzt habe ich vollen Hunger. Ich auch, komm! Yay! Kriterium? Haben wir gerade 1,5 Kuchen verputzt? Ja, haben wir! Nice! Kriterium? Es ist Zeit. Oh mein Gott. Es ist Zeit. Komm yeah. Mit. Oh yeah. Oh yeah. Das ist doch ein schöner Abschluss für die Folge. Auf jeden Fall. Kriterium?
Die Ender Chest. Ja, jetzt. LOL. Ja, das bleib ich jetzt. Wir können eine machen, theoretisch. Wir machen eine, komm, wir gehen zurück, komm. Wir müssten eigentlich irgendwo Blaze Powder haben, glaube ich. Ja, und ja. Dann haben wir Safe auch irgendwo noch. Ja, ich glaube, wir haben alles. Und meine 8 Obsidian von der Ender Chest, die ich abgebaut habe. Ja, Obsidian haben wir hier, Enderpearl haben wir hier. Enderpearl ist unten, ja. Ja, Blaze Powder haben wir doch auch irgendwo, das weiß ich. Ich habe hier eine Blaze Rod. Gib her. Oh yeah, okay, wir haben 2 Monumentstücke heute. Alter, das heißt, es fehlt noch der Goldblock auch. Fuck. Aber guck mal durch, ob wir vielleicht den Goldblock hier noch zusammenkriegen. Warte, hier ist ein bisschen Gold. Aber wir bräuchten noch irgendwie 2 Gold. Ich glaube, nee, das reicht glaube ich nicht. Wir können ja noch ein bisschen minen gehen. Minen auf der fliegenden Insel? Ja, hier ist bestimmt noch irgendwo Gold. Ich glaube schon, aber dafür haben wir hier eine Enderkiste jetzt. Wahrscheinlich wird es dann mit dem Goldblock was in einer der nächsten Folgen, aber heute haben wir 2 von den Top 3 zu erledigen, Kauterium. Das ist so krass einfach. Okay, Kauterium. Hattest du schon mal eine Folge, wo du 2 Dinger geschafft hast? Ich hatte, glaube ich, sogar mal eine Folge, da hatte ich 3 geschafft. Oder? Okay, schade. Aber ich bin trotzdem besonders, weil wir. Ja, das, wir haben 2 Top 3 Dinger. Ja, hallo? Okay, Kauterium. Du hast die Ehre, du darfst die Enderkiste platzieren. Okay, muss man die placen? Du musst die hier auf dem Dark Prismarine setzen. Oh, Kauterium, du hast die Ehre, du darfst den Knopf drücken. Oh mein Gott. Oh yeah. Ich hab den Harvester. Warte, haben wir den gerade beide bekommen? Der hat aber Curse of Vanishing. Ja, also nice, wir haben den jetzt gedupt, ne? Ja. Alter, das ist ein gutes Schwert. Nice. In der Tat. Der Enchanting Table, der kommt. Oh yeah. Jetzt auch. Oh, bist du bereit, Kauterium? Ich bin sowas von ready. Oh, Enchanting Table auch dann. Oh. Longbow. Das ist ein guter. Der ist richtig gut. Oh, nice. Das Blöde ist halt, dass die Curse of Vanishing. Yo, schau dir die Pfeile an, oh mein Gott. Ultimate Arrow, Hilfe! Holy! Kauterium, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal wieder. Du kannst Ich fahr kurz mein Flugzeug schon mal hoch. Okay. Während Kauterium sein Flugzeug hochfährt, sag ich mal, das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Guckt auch gerne beim wundervollen Kauterium dabei. Yeah. Dabei. Dabei. Guckt bei mir dabei, ja. Er war dabei, so meinte ich das. Ich war dabei, ja. Man sieht sich vielleicht wieder, Kauterium. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Flug. Ich hoffe, das Flugzeug stürzt nicht ab. Let's go. Also, ciao. Ciao. Ciao.